Für rund 400 Euro sind das Samsung Galaxy A52 und das neue OnePlus Nord 2 aktuell wohl die interessantesten Handys. Wo man für 400 Euro aber mehr für sein Geld bekommt, das finden wir jetzt mal heraus. In Sachen Verarbeitung und Design sehe ich das OnePlus Nord 2 vorne. Das Samsung Galaxy A52 wirkt für mich noch mehr wie ein Plastikbomber, obwohl beide aus Kunststoff bestehen. Auch das Ladekabel vom A52 hat für mich so ein bisschen einen Euroshop-Vibes. Es ist irgendwie einfach so ein 0815-Kabel. Als Netzteil bekommen wir bei OnePlus einen 65 Watt Warp-Charger dabei. Und beim Galaxy A52 ist es einfach nur ein 15 Watt Billo-Lader, der eigentlich genauso aussieht wie der Lader, der schon beim S8 dabei war. Im Test ist das Nord 2 mit 65 Watt Laden schon nach ungefähr einer halben Stunde wieder komplett aufgeladen. In der gleichen Zeit ist das Samsung Galaxy A52 gerade mal bei 22%. Ach, da verstehe ich Samsung einfach nicht, warum die nicht zumindest einen 20 Watt Lader beilegen. Der Akkutest im Anschluss hat dann auch noch ergeben, dass das Nord 2 die bessere Laufzeit hat, aber mit beiden Handys kommt man gut durch einen Tag. In Sachen Laden hat das Nord 2 also auf jeden Fall die Nase vorne. Dafür hat das Samsung Handy das bessere AMOLED Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, während das Nord 2 nur eine Bildwiederholrate von 90 Hertz hat. In der Praxis merkt man hier aber fast keinen Unterschied. Die Hauptkamera vom Nord 2 kommt zum Beispiel auch im Oppo Find X2 Pro Flagship Handy zum Einsatz. Beim A52 ist es eher ein durchschnittlicher Mittelklasse-Sensor. Ich persönlich finde, dass die OnePlus Nord 2 Kamera noch etwas detailreicher ist, beide machen aber grundsätzlich gute Fotos. Auch in Sachen Ladezeiten unterscheidet die beiden Handys nicht viel. Alle Apps werden ungefähr gleich schnell geöffnet, wobei das Nord 2 manchmal ein bisschen die Nase vorne hat. Grundsätzlich bietet der MediaTek-Prozessor im OnePlus Nord 2 aber viel mehr Leistung. Dem Samsung Galaxy A52 kommt hier zugute, dass die meisten Apps auf Qualcomm-Prozessoren optimiert sind und deswegen die Ladezeiten ungefähr gleich ausfallen. Vergleicht man aber Benchmark-Tests, wird deutlich, dass das Nord 2 deutlich mehr Leistung hat. Sowohl mit dem Samsung-Handy als auch mit dem OnePlus-Handy macht ihr nichts falsch. Ich persönlich sehe aber das OnePlus doch ein bisschen weiter vorne.